Zu Steob jetzt nochmal auch abschließend, weil ich auch viel gesagt habe, das war mehr so ein ins Fach einsteigen und weniger die Orientierung. Dann würde ich mich noch interessieren, was habt denn ihr aus der Steob schon Wichtiges über euer Fach mitgenommen? So als Sager sozusagen. Das habe ich aus der Steob schon erkannt an meinem Fach, sei es jetzt vom Überblick her, aber sei es auch jetzt von dem Herangehensweise der fachtypischen. Ja, bei mir waren es mir wirklich eben genau, wie gehen Leute meines Fachs an Themen heran? Also so ein bisschen, es ist irgendwie in der Kultur- und Sozialanthropologie nicht ganz klar für mich jedenfalls, aber das war, habe ich vermittelt bekommen, wie stellt das Fach Fragen, was ist die Herangehensweise, was wird beforscht überhaupt? Habe ich mitgenommen. So, das war, hat mir auch natürlich geholfen, um zu wissen, was es ist und dass ich es machen will. Also ich glaube, das Hauptding, das ich erkannt habe, ist, dass das alles eine Menge Arbeit sein wird. dass da viel mehr auf einen zukommt, als ich eigentlich dachte. Und dass deswegen diese Strukturierung und diese Selbstorganisation umso wichtiger ist. Gerade einfach, weil jedes Semester hunderte Schriftzeichen dazukommen, die man einfach können muss, weil man sonst nicht weiterkommt im Nachhinein. Das war, glaube ich, das Hauptding, das ich realisiert habe. Und dass der Fokus bei der Japanologie einfach sehr stark, dass man eigentlich zwei Studien gleichzeitig macht, nämlich einerseits dieses Sprachenstudium, weil das Ziel der Sache ja ist, dass man am Ende so gut Japanisch spricht, dass man japanische Fachliteratur lesen kann und auch dementsprechend verarbeiten kann in seinen wissenschaftlichen Arbeiten. Und andererseits aber dieser kulturelle und geschichtliche Kontext, der in Form von Vorlesungen vermittelt wird. Und dann eben zusätzlich noch dieses wissenschaftliche Arbeiten, das eigentlich auch noch reinkommt. Und das ist mir im Laufe des ersten Semesters ziemlich schnell bewusst geworden, dass dann noch sehr viel auf einen zukommen wird. Also ich kann mich dem anschließen, was die Afra eben gesagt hat. Also bei mir war das auch so, dass wir diesen Einblick bekommen haben, wie im eigenen Studienfach an irgendwelche zu erforschenden Phänomene oder so herangegangen wird. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich ein bisschen hinter diese allgemein bekannte Fassade von also von der Studienrichtung so ein bisschen blicken konnte, dass ich mir halt schon doch ein besseres Bild davon machen konnte, was dahinter steckt und dass zum Beispiel bei transkultureller Kommunikation total viel Multitasking drinnen ist und dass man sehr offen sein muss oder dass bei Politikwissenschaft man halt immer Teil einer Gesellschaft ist, die man versucht zu erforschen und zu verstehen oder so. Also ich finde schon, dass man so ein bisschen wegkommt von dem, was man vielleicht so allgemein über ein Studienfach weiß und ein bisschen hinter die Kulissen blicken kann. Also ich würde auch noch sagen, dass also in Mathematik Steob eher fachlich bezogen war, aber dadurch, also eh wie vorhin schon gesagt, es waren sehr viele Inputs, sehr viele verschiedene Inputs, aber grundsätzlich konnte man meiner Meinung nach dadurch schon abschätzen, ob das ist, was man weitermachen möchte, weil man bekommt dann natürlich extrem viele fachliche Inputs und man kann dann schon abschätzen, ist das etwas, was mich interessiert, also quasi habe ich Lust, darüber mehr zu erfahren oder interessiert mich das eigentlich nicht? Und da muss ich schon sagen, also zumindest in Mathematik war das so, dass die Themen, die behandelt wurden, auf jeden Fall so sind, dass man sagt, hey, okay, das ist schon spannend, da möchte ich weitermachen auf jeden Fall. Bei uns gab es zwei Vorlesungen. Das eine war eben die Chemie und das andere war die Ernährungslehre. Und ich glaube, dass viele da einfach auch gemerkt haben, okay, dieses Studium ist mit sehr viel Chemie verbunden. Vielleicht ist mir das zu chemisch, zu naturwissenschaftlich, weil viele dann doch irgendwie auch eher so, sie haben sich für Ernährung interessiert, aber vielleicht ist nicht so für den wissenschaftlichen Teil davon. Und das andere war eben die Ernährungslehre, was einen eigentlich einen sehr guten Überblick gegeben hat, so über die, ja, ernährungswissenschaftliche Thematik an sich, die sehr breit gefächert war, wo man dann einfach vielleicht auch schon sehen konnte, ob einem das jetzt wirklich liegt oder nicht. Wobei wir da eben noch nicht so sehr in die Tiefe gegangen sind, sondern eher so, ja, wie gesagt, einen Überblick über alles bekommen haben.